Ich habe hier ein Bild von dir gefunden. Was hast du da gemacht? Oh ja. Warum ist eigentlich jetzt genau ein guter Zeitpunkt, um in die CDU einzutreten? 25 Fragen an Friedrich Merz. Hallo. Theresa, grüß dich. Hallo. Hallo Friedrich, wir sind jetzt ja hier im Sauerland. Wo genau befinden wir uns hier gerade? Ja, wir sind hier oberhalb des Ortes Altenhellefeld. Altenhellefeld ist ein traditionsreicher, richtig schöner Ort im Hochsauerland und wir sind hier in der sogenannten Wacholderheide. Das ist ein kleines, aber sehr, sehr schönes Naturschutzgebiet. Und wie hat sich hier der Wald verändert? Man sieht es hier nicht so ganz wie an anderen Stellen. Natürlich durch den Borkenkäfer, auch durch die Stürme der letzten Jahre. Die Natur holt sich den Wald zurück. Aber wir sehen hier schon, insbesondere da, wo Nadelbäume wachsen, erhebliche Schäden durch Trockenheit und dann Borkenkäfer. Am Sauerland ist es ja wirklich schön. Was bedeutet Heimat für dich? Ich bin hier zu Hause. Das sind Wege, mit denen ich hier auch vertraut bin. Ich wandere hier, ich fahre hier Fahrrad. Das ist einfach wunderschön. Und dann abends in eine richtig schöne Dorfgaststätte einzukehren, das ist Heimat. Apropos Fahrrad, Mountainbike oder Rennrad? Viel Rennrad früher, seit meinem Sturz vor 2 Jahren ein bisschen weniger. Sehr zögerlich, aber Mountainbike, gerade hier in der Region, Mountainbike. Hier im Sauerland sind ja auch schon ganz schön viele Berge. Was war eigentlich der höchste Berg, den du jemals beklommen bist? Hier natürlich der Kahle Asten und die Niedersfelder Heide. Aber in Norwegen den Glittertind, den höchsten Berg Norwegens, mitten im Sommer mit Schnee. Und im Winter in den Schweizer Alpen, ich glaube, es war das Strahlhorn, gut 4000 Meter. Da bist du ja schon ganz schön rumgekommen. Welches Land möchtest du unbedingt mal bereisen, wo du noch nie warst? Ich würde wirklich gerne mal nach Tibet. Das scheint mir eine fantastische Region zu sein. Und dann auch dort das Mönchskloster kennenzulernen, würde ich gerne mal machen. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Puh, also gerne früh aufstehen, aber manchmal auch spät schlafen gehen. Und wenn beides zusammenkommt, fehlt eine Stunde Schlaf. Worüber kannst du so richtig herzlich lachen? Über gute Politikerwitze. Bitte vervollständige den Satz. Wir sollten alle mehr? Ein bisschen optimistischer sein, ein bisschen fröhlicher sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit haben. Hallo Friedrich. Anne, grüß dich. Wo geht's denn jetzt in Urlaub hin? Ich war mit einem Freundeskreis, der sich seit fast 20 Jahren jedes Jahr einmal für eine Woche trifft, schon zum Fahrradfahren in Frankreich. Mhm. Und jetzt geht's noch mal für ein paar Tage in die bayerischen Berge. Schön. Ja. Dann schönen Urlaub. Danke. Ich brauch's ja auch jetzt. Warum ist eigentlich jetzt genau ein guter Zeitpunkt, um in die CDU einzutreten? Wir haben in den letzten 2,5 Jahren die CDU neu aufgestellt. Wir haben viele neue Positionen eingenommen, alte korrigiert. Und jetzt bereiten wir uns auf die Übernahme der Regierungsverantwortung im nächsten Jahr spätestens vor. Und das ist der Zeitraum, der Zeitpunkt, jetzt genau mitzumachen, in der CDU einzutreten und mitzuhelfen, Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. Kommen wir mal zum Thema Musik. Welche Musik berührt dich am meisten? Also, wenn ich im Alltag unterwegs bin, im Auto, gerne Musik höre, moderne Klassik, Till Brönner, ein großer Fan von ihm. Und wenn ich mal Ausgleich brauche und mal wirklich etwas tiefgründiger und Ruhe brauche, dann ist es unverändert klassische Musik, vor allem Beethoven. Ich habe hier ein Bild von dir gefunden. Was hast du da gemacht? Oh ja, das war mit meiner Frau zusammen eine Radtour im Sommer 2021, als ich den Hochsauerlandkreis wieder als Bundestagsabgeordneter zu vertreten hatte. Ich bin im Sommer in den 12 Städten und Gemeinden des Hochsauerlandkreises an 12 Tagen unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Das Ganze hieß Merz radelt und wir waren mit einer total netten Truppe im Hochsauerlandkreis 12 Tage mit dem Fahrrad unterwegs. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht und das war am Sorpesee. Daran erinnere ich mich auch noch. Gibt es eigentlich ein Gericht, was du am besten für deine Familie kochen kannst? Wenn mich meine Frau mal kochen lässt, dann würde ich immer bevorzugen Spaghetti Frutti di Mare. Das ist nicht so schwer, das schmeckt gut und es ist einfach auch schnell zu machen. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Dass ich hier in dieser Region in behüteten Verhältnissen zusammen mit 3 Geschwistern groß geworden bin und meine Eltern uns auf einen guten Lebensweg geschickt haben. Was ist das schönste Geschenk, was du je bekommen hast?
die Familie, die ich heute habe, mit 3 Kindern und bald 7 Enkelkindern, ist für mich das größte tägliche Glück. Hast du eigentlich ein Ritual, was du machst, bevor du einen ganz wichtigen Auftritt hast? Kein Ritual, aber ich brauche wenigstens eine halbe Stunde oder Stunde vorher einfach ein bisschen Ruhe. Ich will mich konzentrieren. Das gilt vor allen Dingen für wichtige Bundestagsreden. Da will ich nicht gestört werden. Ich will mich konzentrieren und ich will das, was ich sage, so verinnerlicht haben, dass ich eigentlich auch kein Konzept mehr brauche, obwohl ich meistens eins dabei habe. Gibt es eine Person, die dich politisch besonders geprägt hat? Ja, ich würde sagen, das ist in der Jetzt- und Heute-Zeit war es Wolfgang Schäuble, keine Frage. Es war eine über die Jahre gewachsene persönliche enge Freundschaft. Und der Abschied von ihm hat mich sehr traurig gemacht, beschäftigt mich auch nach wie vor. Und in der Geschichte, auch wenn ich Biografien lese, Winston Churchill. Was bedeutet Arbeit für dich? Am allerwenigsten Last, am meisten Freude und ich verbinde es auch wirklich mit Erfüllung. Es macht mir Spaß, das zu tun, was ich heute wieder tue. Es hat mir auch zwischendurch Spaß gemacht, aber die Vielfalt der Arbeit, die ich heute leiste in der Politik, die Begegnung mit Menschen, die vielen Sachverhalte, die man kennenlernt, die unglaubliche Bandbreite an Themen, die wir in der Politik das große Glück haben, auch kennenzulernen, ja, das ist Erfüllung. Welche Kultur möchtest du in Deutschland prägen? Ich bin nun in meinem Leben viel in Amerika gewesen und Amerika ist heute nicht mehr das Amerika, das ich vor 40 Jahren kennengelernt habe, aber trotzdem diesen Grundoptimismus, diese Bereitschaft, auch mal was Neues wieder anzupacken und grundsätzlich zu sagen, wir schauen zuversichtlich nach vorn. Das wünschte ich mir manchmal in Deutschland ein bisschen mehr. Welche App verwendest du häufig? Im Alltag die Nachrichten-Apps aller großen Zeitungen und Magazine. Und in der Freizeit, darf ich die Werbung machen? Komoot. Die App, mit denen man Touren plant, Wandern, Fahrradfahren, Rennradfahren, Mountainbikefahren, Bergtouren, alles das, was Bewegung auslöst und macht. Und da ist diese App einfach fantastisch. Das ist ja ganz schön sportlich. Apropos Sport, welchen Athleten findest du bewundernswert? Ganz generell habe ich unglaublichen Respekt vor Athleten, die mit Behinderungen, vielleicht nach Unfällen, vielleicht aber auch, weil sie von Geburt an schwere Einschränkungen, körperliche Einschränkungen haben, dann immer noch Sport machen und Höchstleistungen erbringen. Das muss ich sagen, das finde ich bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Was ist eigentlich für dich eine gute Arbeitsatmosphäre? Also was zeichnet eine gute Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch den Kollegen im Bundestag aus? Eine Arbeitsatmosphäre mit guter Stimmung und gegenseitigem Vertrauen, ohne Ränke und ohne Hintergedanken. Offenheit, Kollegialität bis hin zur Freundschaft, aber eben wirklich Vertrauen. Welchen Moment in deiner politischen Karriere wirst du niemals vergessen? Meine erste Nominierung für den Deutschen Bundestag, hier im Hochsauerlandkreis. Und dann nach 25 Jahren meine zweite, als ich dann noch mal zurückgekommen bin in den Hochsauerlandkreis, in diesen Wahlkreis, den ich schon einmal 15 Jahre im Deutschen Bundestag vertreten habe und jetzt seit 2021 wieder. Das ist für mich eine große Ehre. Und als letzte Frage, gibt es eigentlich etwas, worin du richtig gut bist und es noch niemand weiß? Das kann ich in eigener Sache schlecht beantworten. Aber ich glaube, neben meinem juristischen Studium hat mir immer der Bezug zu Technik Freude gemacht. Ich gehe gerne mit technischen Sachverhalten und Themen um. Deshalb die Fliegerei, aber deshalb auch zum Beispiel die Freude an der Fotografie. Das ist auch ein Stück Ausgleich. Das war's mit den 25 Fragen. Vielen Dank und bis bald. Ja, gerne. Bis bald.